Der wunderbare Jörg P. Weber! Ich habe mir schon überlegt, ob ich den mit Schluff verrühren komme. So. Zweiten Lied. Jetzt sind wir mal wieder hier, wie schnell so jemand verjagt. Davon nur der Fan, jeder trinkt ihn, ein Wetter mit dabei zu sehen. Stockdarm-Oberkleidung. Es ist doch immer wieder schön, wenn wir all zusammen sind und wir singen all die Lieder, die wir von Kindheit an schon kennen. So wunderschön gefühlt, kommt man hier schnell, wenn man nur will. Und wir singen all die Lieder, von dem alten Mann ja auch noch das von vielen. Schön, dass Sie mitziehen. Sag ehrlich, jetzt aber am Schlesertreffer, ist total gut zu jammern. Ist die Luft in der Kneipe echt zum Schnee? Dann kann man das Gefühl, das man braucht. Ich geh in Stadt auf der Eid, wo es bekloppt dazu geht. Er könne jed mal unter den Huck. Es ist doch immer wieder schon wie weg. Ich stund auf die Sprache und die Menschen. Ich stund auf die Art, wie man lacht. Ich stund auf der Witz, der zu uns reinziert. Ich stund auf die Eschgasche. Es ist doch immer wieder schön, wenn wir alle zusammen sind. Und wir singen all die Lieder, die wir von Kindheit an schon kennen. So wunderschön gefühlt, kann man nicht schnell, wenn man nur will. Und wir singen all die Lieder, von dem alten Mann, ja auch noch das vom Frieden. La, 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 la.
gibst mir nickend recht. Ne? Das ist so, du hast Spaß daran. Ne? Freut mich. Ne? Herzlich willkommen. Jetzt mal, du, mit dem Hochdeutsch habe ich echt ein Problem. Das ist wirklich, weißt du, so Hochdeutsch schwarte ist so, als wenn ich dir jetzt Versicherung verkaufen würde, würde auch eine Portion. Das ist so. Das ist, und Kölsch ist ein Sprach, tatsächlich. Kölsch ist tatsächlich eine Sprache. Es ist wissenschaftlich bewiesen. Es kommt aus dem Ripuarischen, ne? Aus dem Fränkischen. Hat sogar eine ISO-Zahl, bei der es über Messe weht. Also 639-2. Kölsch ist ein Sprach. Und viel wichtiger ist doch, dass jede Sprache Sprachbilder hat. Ne? Also eine indirekte Beschreibung der Themen. Als Beispiel. Man hat im Hochdeutschen, hat auch so, da kann man direkt oder indirekt beschreiben, um was es geht. Wenn einer zum Beispiel kaputt ist, möd, also Ne? Da sieht man auf Hochdeutsch, er bricht zusammen. Ne? Tatsächlich bricht der Mann ja nicht zusammen, aber man weiß direkt, worum es geht. Das geht doch nur im Hochdeutschen. Ob Englisch geht das nicht. He breaks together. Ne? Genau, also ein anderes Beispiel für ein Sprachbild. Ne? Wie zum Beispiel der Schoggi. Der Schoggi, hey, der Schoggi, den kenne ich 20 Jahre. Irgendwie, wir sind im Kinderjahr, der wächst für 20 Jahre. Ne? Da hat sie noch nicht der europäische Scheitel, weißt du, ist. Ne? Aber wirklich, er ist der Hahn im Korb. Ne? Ist der Hahn im klassischen Sprachbild, der Hahn im Korb. Ob Englisch geht das nicht, a cook in a basket. Geht das? Im Kölnchen hat er auch Sprachbilder. Der Knitti zum Beispiel, der Inge, ne? Der, mein Bruder. Ne? Der hat zum Beispiel immer die Verantwortung. Ja, in welchem Glas Bier Chef ich mit dem bin, der hat immer die Verantwortung. Der hat also das Geld. Ne? Der hat die Verantwortung, ob Kölsch steppt dafür, der hat den Hut an. Das ist ein klassisches Beispiel für wirklich Sprachbilder. Der hat den Hut an. Ne? Oder ein schönes Sprachbild, die auch noch im Kölsch ist ein bisschen gemein, aber ist es so. Ne? Wenn man zum Beispiel sagt, wenn einer als Mann eher männerorientiert ist, also jetzt als Mann einen Mann leben hat, ne? Also jetzt nicht ich bin eine Kölner Minderheit, ich bin heterosexuell. Aber wenn man jetzt als Mann einen Mann wie macht, dann sagt man, der läuft kistisch. Und ein wunderschönes Sprachbild ist, wenn wir zum Beispiel, coitus interruptus, muss ich gerne verklären, was das ist. Ne? Coitus muss ich dir verklären, so siehst du was. Coitus interruptus, ob Kölsch, Kot für Dux ausstehe. Schönes Sprachbild. Jo, das jedoch Wörtchen, da muss ich sagen, das geht nicht. Also hier diese Akademie für uns Kölsche Gedingensrats da, ne? Die schreiben ja vor, wie ich was zu schreiben habe. Ne? Ich schreibe mit J nach Wrede, ne? Professor Dr. Wrede. So, alles mit G, O leben Gott. Ne? Das ist, was machen wir denn, wenn wir verschiedene Gs haben? Fluch, Zeug, Träger. Immer ist aber die Arschkalt. Dann haben wir Spaß dabei. Ne? Also, aber es gibt so unnötige Wörtchen. Ne? Zum Beispiel ein Brill. Ne? Mädchen, du da hinten. Ne? Du hast ein Brill an. Für mich ist das ein Brill. Ne? Die sagen dafür Lurmaschinen. Oder ein Fernseher. Ne? Sagen, für mich ist das ein Fernseher. Für die maximale Flimmerkiste. Ne? Aber die sagen dafür Eulskiste. Nee, geht nicht. Also ist für mich, hat mit Kölsch nichts zu tun. Aber es gibt so sexy Wörter. Sexy Wörter auf Kölsch, Seidenblouson auf Kölsch. Seidenblouson auf Kölsch, Sicke was Römsche. Sicke was Römsche, hätte so James Bond, ne? So. Ich hab, wenn dann so ein Krat am Neumarkt in der Pick und Kloppenbosch geht, ne, an der Kasse, Tag, ich hätte gerne ein Sicke was Römsche. Steht auch so ein professionell Kölsch Mädchen, ne, und antwortet dann noch, bitte was haben gesagt, aber nichts verstanden. Da freut man sich dann immer, darf man über so etwas lachen? Darf ich gerade in Köln über so eine Dress lachen? Ja klar, man muss lachen. Gerade was im Moment Kroko hier Dresse. Immer nicht fertig mit dem Dress da. Ne, irgendwie. Wer blieb übrig? Der Lindner, die lebend gewordene H&M-Werbung. Dominio Falle. Irgendwie. Und Amerika, ich meine, machen sie auch Witz drüber. Da habe ich dann auch, der Trump, die Putschplatz. Jo, der ist 70, vielleicht haben wir Glück. Das. In Köln sieht man, der ist noch Schöp, weißt du. Und wann der ins Öm ist, wenn der kaputt ist, also ne, mit den Füßen nach vorne statt mein Name ist Kuckelkorn, ne, also so. Wenn er nämlich da rüsch, ne, also dann sorge ich dafür, dass der eine Kölsche Himmel kriegt. Und der Kölsche ist der aller Kölsche Himmel, der geht mit so einer Tür voran, ne, mit so einem Typus Nippes, mit so einem Badge im Gesicht, ne, so. Mit zerrettender Mohl, ne, das ist der Trammerklopp, ich will hier rein mit der Tür ab. Nee, du nicht, paff, du so. Am Kloppe, ich heiße Trump, ich will da rein mit in die Tür. Jan Evans, sagt, du küsst hier nicht drin, schlag der Treppe in den Hals, kannst du Essen runterdrehen, paff, du wieder so.
Bin am Kloppen, mein Name ist Trump. Ich habe Kirchensteuer bezahlt. Mette die Tür ab. Moment, kläre ich. Geht da hinge, halbe Stunde später, könnte wir noch führen. Und sagt dann so, ich habe mit Papa gesprochen. Du kriegst das Geld wieder. Geht passieren. Leve mal. Ich habe hier extra sogar iPad, habe ich hier. Mein Güte. Ich hatte, ach, das? Ja. Ich bin mit dem Thema. Ja, ihr wolltet Musik hören. Ja, Arschkarte. So. Und dann ist das, was kölscheste aller kölsche Sache ist, ist das weinende und lachende Auge. Das sind wir kölsche. Wir kriechen immer. Ne? Wir haben diese Emotionen gepachtet. Das ist es so. Ne? Ob in einer Herdersitzung wird mir gesoffen als... Nee, auch nicht. Nein. Ne, also ist es so, lachendes und weinendes Auge in Köln, das ist es so. Ne? Guckt man sich mal die Inhalte an, jedes zweite, dritte Lied handelt davon, dass man Abschied nimmt. Das ist Köln, Inhalt. Ne? Wir sind nicht Mallorca. Ne? Wenn ich an so junge Bands zum Teil komme, so aus Köln, Leverkusen oder Köln, Wesselingen, auch sehr schön. Ne? Und dann brüllen immer, wo sind eure Hände? Brüll ich immer zurück, geht doch ja nichts an, wo mich hängen sind. Ist es so, ne? Diese Inhalte, lachendes und weinendes Auge, da könnte so eine Fischkopf an, so eine Hamburger, der versteht das nicht, das lachende und weinende Auge. Da sage ich immer, ist ganz einfach, guck der Karl Dall an, weißt du, was ich meine? Ne? Ist, ne, ich bin doch nicht der Ärzte, der Dude gesungen hätte im Fastenlehrer, wo ich nicht? Ne? Für die Gesundheit, schön, wenn es locker wird. Ne? Das ist, ne, wirklich, ich bin nicht der Ärzte, der Auge ist Batzum, der Eugi, der hätte uns geschrieben, wenn ich ins Nicht mehr existiere, wenn ich mein Auge zuge dann, wenn ich mich boffen präsentiere, Jans Lusch am Himmelsbett gestorben. Dann soll der Petrus das schon machen, denn er sucht der schönste Platz mir aus, denn er weiß, es geht dann jetzt lachen, denn ich bin von Köln am Regenshaus. Welch schöner Inhalt, ne? So ganz poetisch war mir Lied nicht. Ich wollte einfach nur sagen, dass das letzte Hemd kein Tasche hat. Du läufst so durch die Welt rum und arbeitest wie ein Bett. Und davon an noch übrig blieb, ist es sprechbar mit Wert. Schon gemerkt, ne? Nicht leven. Das geht nicht. In Köln sagt man nicht leven. Ne? Liven, mit Kliver am Liven. Ist wirklich so, ne? Leven darf man vielleicht noch sagen in Wesseling. Die dürfen dann auch, das stimmt auch die Chemie. Du musst mal. Die Stier! Genieß mit Liven, denn du hast doch nur das eine. Denn viel zu flück, jedet von weh. Und du misst dich auf, ob hey. Ja, mir kölsche, ja, mir bleiben dran. Am Ende hinter ist. Doch Janse, ja, ob Porsche oder Smart, die letzte Kiss, die steht fest. Der letzte Wagen ist in meine Kombi. Und du lässt singen. Der letzte Wagen ist in meine Kombi. Ganz lisch, was du im Leben gewesen bist. So Brasserie, wir sind dran. Der letzte Wagen ist in meine Kombi. Und du, mit dem hohen
toon. Dus ik ben 43 jaar oud. Weet je? Wat doe je nu? Kom eens in het drinken, maar zin in het thee. Dat zijn alles profis aan glas hier in de laden. Dat is. Wat is dat? Lekker Rijsdorf. Een keer nog bekend onder de naam Knabenharen. Weet je? Hij ziet zo, is met je praat, jongen. Ja? Nee, dank je. Bei dem nächsten Liedchen, das war eins meiner wirklich im ersten Werkchen, die ich gemacht habe. Und zwar, war ich wirklich jung. Und zwar wollte ich das Thema unter das Bild eröffnen vom Rosemondag, vom Rosemondagstor. Für mich ist das schönste Anfass, da freue ich mich drauf. Und ich bin einer von den Typen, die Tribünen hassen. Weißt du? Nein, wirklich. Ich kann das nicht ab. Ne? Das funktioniert im Fußball nicht, in Leverkusen mit der Sitzheizung, weißt du? Ne? Und das geht ins Recht nicht, wenn du im Fasenlehr bist, weißt du? Dann sitzt du dann da irgendwie und dann hast du so PA, ne? Irgendwie. Da hörst du noch nicht uns die Kutsche, wann die vorbeifahren, ne? Oder uns die Musik, die da fährt, immer. Ne? Atemlos, dumm in ihr Falle, ne? Und dann haben die auch noch ein Klo, weißt du? Jetzt, wo kommen wir dann hin? In Kalle, wenn wir auch noch. Weißt du? Ne? Aber das geht nicht. Ne? Und das schönste Bild ist für mich irgendwie die Bands. Und darum ja nicht so jähn auf den Tribünen. Weil ich mach das, wenn dann Filme in der EC2A die Bands dann mit der Tüte. Ja, komm, Melle. Ich finde das schön. Das ist fast der, irgendwie, ne? Irgendwie. Und wenn man dann so eine Bands oder so ein Boot dann irgendwie ein Schokolädchen aufhielt. Irgendwie, weil er Mitleid mit mir hat, weil ich dann so lieb gucke. Finde ich schön. Das ist. Und da hatte ich mal diesen Ausruf, es gibt so verschiedene Ausrufe in Köln im Fasenlehr irgendwie. Einer der schönsten, ältesten Ausrufe ist, man hat den Mann, wenn der Lampe pisst, man kriegt ein elektrisch Licht. Ne? Ne? Von dem Ale Blumenbollert. Ne? Und zwar, ob die Geschichte dem Jözi nicht jetzt mal elektrisch Licht auf der Sitzung, aber hätte dann einfach nicht funktioniert. Ne? Und dann, man hat den Mann, wenn der Lampe pisst, man kriegt ein elektrisch Licht. Der schönste zweite alte Aufruf ist, Marie, der Zug geht, man hört zur Brille, bring de Pens mit, it jit Kamelle. Das ist ein wunderschönes Wörtchen irgendwie. Und da habe ich damals mal ein Liedchen drüber gemacht, Marie, der Zug geht. Das ist am Anfang kompliziert zu spielen, also wenn ich mich jetzt verspille, müssen wir so tun, als wenn ich es noch eins machen würde, weil wir kriegen ja, werden ja noch länger. So, ja. Die Pens, die sind aus Rand und Band, die drieven het wie dol. Der Onkel
ein aus Mescher nicht, der hat den Arsch halt voll. Mach vierer fast am Abend und rufen laut! Die rechte Seite denkt noch nach. Wir fasten oben und rufen laut. Und esche Mittwoch morgen, ja, da sind wir wieder dran. Man redet so gut, man hört so brüllen. Bring den Pilz mit, ich hüt Kamelle. Da fleh und schröß, ja, und Schokolade. Und ist der Zug am Ende, ja, da wird er abgemacht. Und ist das so ab in ja der Welt abgemacht. So, letzte Woche. Ja. Tatsächlich da ist. Gerade hier in Köln, denn ich bin ja so eine echte Oxford-Kölsche, weißt du. Ich bin ja so Kölsch. Ich bin ja, komme aus Köln, Süd. 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 Von Bad Jodesberg. Also bin ich geboren, also ich lebe tatsächlich in Köln. Also ich bin also zu dem ich denke, kann ich eine Kölsche. Aber ein Kollege, wie sagt, für den Frangenberg, der die Anmoderation, du bist keine Kölsche, wenn du nicht in Köln geboren bist. So, ich bin nur so Kölsch, kannst du nicht glauben. Ich pissen Kölsch quasi. Das ist, nee, du bist keine Kölsche, wenn du nicht in Köln geboren bist. Weißt du, wenn ein Katz und ein Fisch ist, Junge, kriegst du dann auch keinen Hering. Nee, ich bin tatsächlich Kölsch. Ne? Ich habe mir Mühe, ich habe die Kölsche Sprache, ich schwade ja auch privat Kölsch. Ich kann ja beaten, schwade Kölsch und rote Kölsche. Ne? Das ist wirklich so. Schwade Kölsch. Und was ich weiß, ist, dass mir manche Buchstaben wegrationalisiert haben. Ne? Wir mögen ja manche Sachen nicht. Ne? Der Rest des Kölner Brauchtums, also die Naturvölker, Bornheim. Ja. Die haben ja noch, die sagen dann Minkölle. Die sagen Mikölle, Mikölle, reich auch. Ne? Das ist Mikölle. Ne? Das Wort Liebe, wissen wir, seit Lupo, toller Sessionshit. Ne? Für alles in Köln, Wort nur für die Liebe nicht. Wunderschön, ne? Liebe, wir sagen nicht in Köln, ich liebe dich. Ich kann dich jähn. Muss aber auch reichen. Es gibt ja eine Steigerung davon. Ich kann dich erst jähn. Gut für mich, Rolle für mich, ich habe nicht erst fies gehen. Aber was hier denn noch? Wir sagen einfach, einfach. Das ist einfach schön, einfach. Das Ende ist nicht mehr da. Einfach machen wir nicht. Ne? Einfach. Und was wir ja nicht mehr haben, ist das, der Buchstabe R. Weg. Ne? Wir sagen Wursch. Eine Wurst. Wursch. Ne? Die Bornheimer, ne, die sagen Wursch. Die haben das R noch drin. Wursch. Wir sagen Wirtschaft. Ne? Glas Bier, Chef. Wirtschaft. Die sagen wir. Geburtstag. Das sagen die Geburtstag. Immer Geburtstag. Geburtstag. Diese schöne Lippenbewegung noch drin. Geburtstag. Ne? Da hatte ich einen Auftritt, da war ich hier, lachende Köln Arena. Lang Sess Arena. Ne? Ne? Da war ich hinter der Britz, ne? Und da stund da rum. Da kommt auch so ein Band aus Köln. Bornheim. Und der hat das mit dem R nicht verstanden. Ne? Der hat das R noch voll im Benutz, weißt du, so voll im Herzens. Der wird lustig sein. Der hat mir auf die Schulter gehauen, hätte gesagt, oh Josh, hast du halt gehurt? Ich sag, hör noch nicht. Ich wollte mir jetzt auch nicht verklären, was er meint. Ne? Ist Gleis Dreieck, ne? Der Memme-Tempel, weißt du? Wollte ich nicht, ne? Das ist, und so ist wirklich. Und dann kommen die alle, die meinen dann,
meine ich jetzt nicht irgendwie ärgerlich oder sonst was. Das geht mir wirklich auf den Sack. Ich liebe alle Bands. Ich arbeite mit allen Bands unglaublich gerne zusammen. Ob das jetzt als Protagonist, Komponist ist, das geht mir, aber weißt du, wenn ihr noch nicht ins wisst, wo der Schilderjass ist, da kriege ich ihn ab. Da kann ich nicht ab. Ne? Irgendwie. Das geht nicht. Ne? Und dann kommen die auf die Bühne und das war ja dieses Jahr wieder, hatte ich mit. Hatte das gehurt? Aber in jedem Lied, la la la. La la la. La la la. Und jetzt ist ganz neu, oh oh oh. Da gibt wirklich Bands, ne? Ne? Für die Ewigkeit. Oh oh oh. Da 23 Minuten, oh oh oh. Ne? Als wenn wir bekloppt wären auf der Bühne. Ne? Ich meine, meine ganze Tag Gedanken über Texte, die kommen mit oh oh oh. Ne? Damit der Letzte, der immer so aus Frankfurt die Texte versteht, weißt du? Dann kannst du nicht ab. Ein klein wenig Lala ist ja okay, aber ich will dich doch nicht verarschen. Wirklich, jetzt hat Eintritt für alles. Ne? Da komme ich mit oh, oh an, hör mal. Na, aber die Glück, die wollen das. Die wollen das wirklich, dass man sie verarscht. Es wird wirklich so. Na, da ist man dann, oh ja, ja, irgendeiner findet das schön. Dann tatsächlich, in der letzten Session, also quasi vor ein paar Wochen, dann stand ein Lied rausgebracht, irgendeiner findet das schön. Und dann ist dann das Thema Opiumat irgendwie. Und es ist relativ einfach mitzusingen. Ich probiere das mal mit euch. Und Interaktion muss ein bisschen mitmachen. Hey. Ich bin nicht der einzige Doof, der hier am Schwesten will. Also, das ist ganz einfach. Irgendeiner findet schön. Sagen wir zusammen? Macht ihr mal. Aber, Ausstellung war ich im Ludwigsingem Hus, modern soll das sein, da wird man mich konfus. Da war ein Wiesbild mit einem bläulichen Fleck. Ich dachte, ist das Kunst oder darf das jetzt weg? Kunst ist nicht einfach, davon geht mir leid, doch irgendjemand vergeht. Aber was willst du machen? Ich will damit einfach nicht rühren. Man kann bevor lachen, doch irgendeiner findet schön. Jetzt zieh ich ein, das ist wirklich. Am 11. im 11. da war ich ob Jück, neben Jans Verlück, ich wurde bald verrückt. Da fingen sie auch noch, jetzt singe an, doch außer la 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 in jedem Refrain. Komm in der Strophe! Noch ein Lala dazu, als Inhalt die Hände vom Himmel zum Po. Dann noch ein Lalala im Lalala-Teil, als großes Finale. Girl ist geil, aber was willst du machen? Wir schweben doch mit, einfach mit rum. Man kann doch mal lachen, doch irgendeiner fehlt. Hit, sing ich noch schnell, oh oh oh, schalala mit. Hätte nur keinen Sau verstanden. Aber was willst du machen? Ich schwebe doch mit, einfach nicht rum. Man kann drüber lachen, doch irgendeiner fehlt. Ganz irgendwie wie ein Büttenredner, Gösserchen, so ganz allein kannst du nicht fahren auf die Tour. Ne? Die Woche quer durch das Rheinland bis nach Köln-Goch fahren mit dieser Woche. Ich bin so gespannt, ob die welche verstanden hat, mit Schwade. Also wird spannend, auf jeden Fall. Einen muss ich mitnehmen. Das geht nicht anders. Das ist mein Bruder. Mit dem wohne ich zusammen, mit dem lebe ich zusammen, mache ich Liebe zusammen. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen.
Empfangen Sie mal einen Riesenapplaus, ich helfe einen DVD, das muss man einfach sagen. Stefan Knittler! Naja. Ja, ich freue mich, hier in meinem dritten Wohnzimmer zu sein und viele bekannte Gesichter zu sehen. Und ich möchte die Gelegenheit ergreifen und ein Lied spielen, was entstanden ist auf ein Gedicht, was mein Vater geschrieben hat. Und die wenigsten wissen es, aber ich bin gar nicht gebürtiger Südstädter, sondern ich komme aus Ehrenfeld, um genau zu sein, Neu-Ehrenfeld. Und in der Nähe vom Tacoplatz, und da fährt die Linie 5. Und wenn wir am Tacoplatz in die 5 gestiegen sind, die 5 hatte eine wunderbare Eigenschaft, sie fuhr oder fährt, glaube ich, immer noch bis zum Dom. Und insofern war das für uns tatsächlich so ein bisschen die Lebensader. Und der Weg in die große, weite Welt war die Linie 5. Und davon handelt dieses Gedicht, und habe ich ein Lied draus gemacht. Vom Ihrefeld nom Dom. Lichens Lure, wo jet los, und wisse wat, de Butter kost. Will wieder raus, neue Menschen sind und möcht nicht raus, woanders hin, trink nix mich, nur Paris auf Rom. Ich fahre mit der 5 nom Dom. Steht mir noch Hüterin der Sinn, wenn lang genug ich unge bin, hätt ja nicht. Ob in Stadt je nur, damit ich nicht mehr in je Mut, drück nix mich, nur Paris auf Rom, ich fahre mit der 5 nom Dom. Wenn Aliens jett mich, Arsch bedrück, wenn ich ins Radadol vor Glück, fällt mir für ne besondere Dank ins ein besondere Kirchebank. Trick nix mich, nur Paris auf Rom, ich fahre mit der 5 nom Dom. Legends jetzt in von der großen Welt, unsere Russos rennen, kleine ihre Feld. Fahr ich nicht mit dem Auto und ich sprech nicht mit dem Rad. Nee, ich fahr mit der Straßenbahn in die Stadt. Funk ich von Jotik nicht genug, auch nicht im allerschlosten Buch. Ist mir noch Kunst und Hilje schien, so wie Lochner Bild. Und drei Könige schrien, trink nix mich, nur Paris auf Rom. Ich fahre mit der 5 nom Dom. Sich im Level, dann und wann, ins Bitter, Klee Knüppchen han. Und bin ich mir nicht mehr gewiss, wie klein der Mensch am Eck doch ist. Trink nix mich, nur Paris auf Rom, ich fahre mit der 5 nom Dom. Ja, ich fahre mit der 5 nom Dom.
du. Dankeschön. Das ist ja so warm hier, hier muss man die ganzen Zick stimmen. Stimmen, stimmen, stimmen. Aber stimmen ist keine Schande. Schön, dass du wieder da bist. Sag mal, du hast doch auch so eine Quergitarre, ne? Ja. Ja, wie heißt das Ding eigentlich? Also ich meine jetzt nicht Horst oder so. sondern... das steht drauf, ne? Ich sag mal, ist das ein Dobro? Das ist ein Dobro. Dobro? Dobro, Dobro. Dobre Vece. Ja, und sonst? Ja, schön. Und selber? Ja, Kühlschrank ist kaputt, du willst ihn mal aufhören. Brauchen wir ja im Moment nicht. Es ist ehrlich, der Kaste Kölsch und Balkon in die Frau. ist Kaste Kölsch? Warte, was passiert? Da war nichts mehr drin, aber was soll's? Ich wollte gerade sagen. Ich dachte, wir hätten den geömmigt, aber. So. Die Stimmerei macht mich fertig, ehrlich. Das ist aber normal, weil die müssen die DVD ja voll kriegen. Das ist. Ja. Meinst du, das ist dann die Stelle, wo die Leute dann so, jetzt könnt ihr mal kurz auf die Toilette drauf gehen? Nein, aber wir können ja mal. Sagen, worum es sich beim nächsten Stück handelt und wie es dazu kommt. Denn wir machen seit, mittlerweile 8 Jahren eine musikalische Reihe, die nennt sich Pop-Up Kölsch. Und dann nehmen wir uns Pop-Songs vor und übersetzen die ins Kölsche. Dieses Jahr gehen wir im Übrigen erstmal nicht ins Gloria im Herbst, sondern gehen am 15. September in den Tanzbrunnen und es würde mich sehr freuen, wenn ihr denkt, das ist immer sehr, sehr schön. Wir haben tolle Gäste da und eins meiner Lieblingslieder, von denen ich die Ehre hatte, sie auch übersetzen zu dürfen, mit Genehmigung des Originalautors, der da heißt Ryan Adams, nicht Brian Adams, sondern Ryan Adams. Das Original ist Oh My Sweet Carolina und es ist ein Lied über Heimweh natürlich und über eine schöne Heimat. Und wenn wir eins können, ist Heimweh und über schöne Heimat singen. Und dann haben wir uns das zur Brust genommen und im Kölsch heißt das Ganze dann Mi Hetz Blief in Kölle. Ich bin fort nach München, mehr nen Zwischenstopp in Ulm. Wat war de hing am Bahnhof, ob Menge Bus. Wat ich auch hier drüben fand, weset selbst nie mehr no. Doch am Eng viel Stiffus, Menge Tasche raus. Also weger dann nach Frankreich, da wurde ich fast bekloppt. Ich brauchte Anzug, hab ich mir gekauft. Im Jälderum geschmissen, wonach es mir jad war. Doch am Eng blieb nix alles, nur ne schwere Kopf. Doch mein Herr blieb in Köln. Warum mord ich raus? Doch mein süße Gedanke bringe mich eines Tages flück nach Hause. Ja, ich war noch nie in Vegas, hab mich trotzdem schwer verzockt. Los Bötchen fahren im Abwasserkanal.
wat ik ook gedroomd had, wees het zelfs niet meer nog. Alles blijft wie dit klinkt, irgendwie banaal. Doch mijn hart blijft in Köln. Waarom moet ik roepen? Doch mijn süße Gedanken bringen mich eines Tages Glück nach. Jetzt gelandet bin, wenn die Sonne vor der Sion, hey, alle Lichter aus. Ich vermisse den Ring, ich vermisse auch mein Glück, denn der beste Wind weht immer noch zu uns. Doch mein Herz blieb in Köln. Waarom had ik je roos? Doch mijn süße Gedanken bringen mich eines Tages Glück aus. Bringen mich eines Tages Glück aus. Laufen. Boah, das ist ja extrem, das ist sehr extrem. Ihr seid ganz schön warm. Also wie jetzt? Sorry. Also bei dem nächsten Liedchen, das haben wir für 2-3 Jahre aber das veröffentlicht, befinden wir ganz kurz in einem Pauschen und ein paar Wochen oder so. Aber ist als Thema von einem Wet, von einem populären Glasbiergeschäft, was wir öfters frequentieren, wenn wir in der Altstadt zu Köln sind. Zwar unten am Pegel, dann ist ein Söckchen. Und ein Söckchen, da ist ein Wet, der hieß Elvis. Der ist 1,60 groß, hat kein Horn am Kopf und auch kein Zeng in der Mul. Und der kann nicht singen, aber der hat Elvis getönt. Und der freut sich immer, wenn er nichts zu tun hat. Der hat auch die grandiose Geschäftsidee, hat Montags und Dienstags geschlossen, weißt du? Dass du in eine kommen mit, der Mittwoch und Donnerstag auch noch so.
Immer Freitags kommen die Schiffe hier, die KD, könnt ihr immer an. Darf ich jetzt sagen, hier, hey, die Schwerbung ist mir ja. Kommt, könnt die KD an, die haben immer so Partys, ne, so irgendwie Ü30, Ü40 40 und so, ne, so Rudis Resterampe, auf alles 10% außer Tiernahrung, weißt du so. Und die haben so lecker Kölsch da an Bord, ne, Turn- und Taxispilze und so, ne, irgendwie so ein Zaus, 0,25, 4 Euro, weißt du. Trinkst du dann danach lang am nächsten Tag am Hus, wenn du noch bist, ist ja noch der Arme so von kaputt. Weißt? Also, noch kein Sau. Ne? Und dann kommen die alle noch gut für ihre Söckchenerin und dann tun die sich doch noch schwer den Helm von innen lackieren, bevor sie dann auf das Schiff fallen. Und das sind quasi Immis. Weißt du? Und da hätte Elvis schon Lust drauf, wie für Zangping. Weißt du? Also, wenn er noch Zang hat, dann. So, und dann kommen die da rein in die Wirtschaft und dann brüllen die immer, Entschuldigung, ein Bier bitte. Und dann kommt der Elvis auf seine freundliche Art und sagt dann immer, du kriegst den Bier, wann du dran bist. Aber ich wollte doch nur kurz fragen, und wenn du noch kein Bier hast, musst du auch noch nicht dran. Dann haben wir gesagt, oh, das ist ein Inhalt, dann machen wir ein Lähnchen draus. Ne? Du kriegst die Bier, wann du dran bist. Jetzt soll der auch ein bisschen schwänzen. Dann soll der singen. Ne? Das ist ein Call-and-Response-Song. Also ich singe oder wir singen und ihr antwortet. Ne? Wir tun uns gut, probieren das. Du kriegst die Bier, wann du dran bist. Bier, wann du dran bist. Profis. Schön. So, damals. Haben wir das zu rocken? Ja. Also. Yes. Nicht kaputt. Ja, Marie, JPT bei der Kränzchensmusik, da können mich alles am Arsch lecken. Doch sag ich dir ins Gold. Mit diesem Baum und Töpfchen bin ich der Chef am Ring. Die schmeißen hey die Wirtschaft, denn dort drin bin ich King. Hörst es bei mir nicht langsam, du kriegst die Bier doch nicht. Doch wann du hier Rabatz mit, sag ich für dich. Du kriegst die Bier, wann du dran bist. Bier, wann du dran bist. Die Bier, wann du dran bist. Bier, wann du dran bist. Und wenn du noch die Bier hast, dann musst du auch noch den Tag. Ich bin gestern Abend, ich hab die Tür gerade ab. Und da könnt ihr so eine Schnösel hin, die braten ich tierisch drauf. Und denk für mich, hey, sieh da, Herr Ober, schnell ein Bier. Auf Hochdeutsch kann ich gar nicht, was wollt ihr denn von mir? Mützeret an, ging ob das Opfer an und sagen für den Putsch bloß, da bist du noch ja nicht dran. Du kriegst die Bier, wann du dran bist. Bier, wann du dran bist. Du kriegst die Bier, wann du dran bist. Bier, wann du dran bist. Du kriegst die Bier, wann du dran bist. Bier, wann du dran bist. Bier, wann du dran bist. Hey. Und zwei Stunden später kommt der Kerl vom Klo. Wenn ihr Anze randaliere und meint für mich, jetzt hören Sie mir mal zu. Ich bin hier am Verdursten, meint der Typ zu mir. Mit wem muss ich hier reden für mein erstes Bier? Ich mag nur noch ein Zerrett an, ging ob das Opfer an. Schwarte Schäden mögen, du bist ja immer noch nicht dran. Du kriegst die Bier, wann du dran bist. Bier, wann du dran bist. Kriegst die Bier, wann du dran bist. Kein Bier, auch wenn du dran bist. Wie man dran bist.
Hexagon.